Wie schaffe ich es, mich jeden Tag wieder aufs Neue zu motivieren? Wie geht das? In den letzten Tagen habe ich einige Nachrichten auf dem Community-Phone beantwortet. Und eine Nachricht, die hat sich immer mal wieder gedoppelt. Und viele Leute haben mich gefragt, Daniel, wie zur Hölle schaffst du es, dich jeden Tag wieder aufs Neue zu motivieren? Und dazu gibt es heute 4 einfache Tipps. Und diese 4 Tipps kannst du direkt anwenden und ich versichere dir, danach ist dein Motivationslevel definitiv auf einer ganz anderen Stufe als vorher. Ganz wichtige Info aber noch vorab, es gibt einen Unterschied zwischen Motivation und Willensstärke. Das sollte dir bewusst sein. Dazu mache ich einfach mal 2 Beispiele. Bestes Beispiel, ja, ist zum Beispiel das Thema Haare lang wachsen lassen. Viele Leute sind motiviert und wollen lange Haare haben und möchten ihre Haare lang wachsen lassen. Aber am Ende des Tages kommt dann die Übergangsphase und dann schneiden sie ihre Haare wieder ab. Denn der Wille ist halt nicht stark genug, die Haare tatsächlich lang wachsen zu lassen. Das gleiche gilt zum Beispiel für den Sport. Ja, zweites Beispiel, du kennst das vielleicht, Neujahr und Silvester, alle sind super motiviert, die wollen unbedingt was an ihrem Körper machen, an ihrem Fitnesszustand. Und nach Neujahr ist das Fitnessstudio überfüllt, aber nach 2-3 Monaten klingt das Ganze wieder ab, denn die Willensstärke ist nicht da. Die Motivation war da, aber die Willensstärke nicht. Und ich denke mal, jetzt sollte klar sein, was Motivation und was Willensstärke ist. Tipp Nummer 1, mach dir bewusst, dass du im goldenen Zeitalter lebst. Ja, du hast richtig gehört. Im goldenen Zeitalter. Was meine ich damit? Leute, wir sind in Deutschland. Ja, also wenn du jetzt in Deutschland lebst, da brauchst du dich um nichts zu kümmern, in Anführungsstrichen. Also du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen. Ja? Du hast fließend Wasser, du hast genügend zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, im Winter hast du ein warmes Zuhause. Wie krass ist das? Die Supermärkte sind bis zum Rand gefüllt mit Essen und allem Möglichen. Es sei denn, es ist gerade Corona und das Klopapier ist gerade aus. Ja? Aber das ist tatsächlich mal die Ausnahme. Aber ansonsten lebst du wirklich im goldenen Zeitalter. Du kannst überall hinreisen, du kannst ins Internet gehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn du dir das bewusst machst, und dir bewusst machst, dass es ein Geschenk ist, dass du jetzt gerade lebst, dann bist du gleichzeitig wesentlich dankbarer und auch gleichzeitig dann viel motivierter. Bestes Beispiel, ja, jeder kennt das wahrscheinlich, man ist bei den Großeltern zu Hause, bei Oma oder Opa und die sagen dann, Mensch, Kind, damals, das war alles ganz anders nach dem Krieg. Ja, war es auch. Deshalb mach dir bewusst, dass es ein Geschenk ist, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu leben und dass du im goldenen Zeitalter lebst. Du willst professionell als Fotograf arbeiten und Leute fotografieren und damit Geld verdienen? Kein Problem, geht. Du willst als DJ auflegen und durch die Clubs dieser Welt ziehen und im Nachtleben richtig Feuer geben? Kein Problem, geht. Oder du hast eine geniale Idee und willst ein Startup gründen und suchst dafür einen Investor, der dir Geld gibt? Kein Problem, geht. Oder willst du doch lieber ganz normal studieren und einen ganz normalen Angestelltenjob haben? Geht auch. Denk dran, du kannst sein, wer du willst. Ja? Gerade dann, wenn du im goldenen Zeitalter bist, du kannst sein, wer du möchtest. Ja? Du kannst Fotograf sein, du kannst was auch immer du sein möchtest, kannst du sein. Ja? Mach dir das bewusst. Es war zum Beispiel noch nie so einfach wie heute, ein Startup zu gründen und dafür ein Investment zu bekommen und sein eigener Chef zu sein. Du kannst wirklich sein, wer du willst. Machen wir es noch einfacher. Wir sind bei Wünsch dir was. Du kannst dir einfach aussuchen, was du machen möchtest. Wie geil ist das denn? Und lass dich an dieser Stelle nicht von der Gesellschaft in irgendeine Ecke hindrängen, wo du nicht hin möchtest. Wenn du einen Traum hast, ja, dann versuche den Traum zu verwirklichen. Und weißt du was? Du kannst sogar dich alle 5 Jahre zum Beispiel sogar aufs Neue erfinden. Ist das krass oder ist das krass? Du kannst sein, wer du bist und du kannst tun und lassen, was du möchtest. Und das sollte dir mega Motivation geben. Tipp Nummer 3, was mir mega hilft, motiviert zu sein, Tag für Tag aufs Neue, ist, meine Ziele zu visualisieren. Was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Ziel habe, dann versuche ich das jeden Tag zu sehen. Wir machen dazu jetzt mal wieder ein Beispiel und zwar zum Thema lange Haare. Du möchtest lange Haare haben, ja, und hast das Ziel, lange Haare zu haben, also den Wunsch, und dann stell dir einfach vor, jeden Tag aufs Neue, wie du mit langen Haaren aussiehst, ja. Oder machst zum Beispiel so, mach einen Desktop-Hintergrund, ja, mit deinen Traumfrisuren oder einen Handy-Hintergrund, damit du dein Ziel jeden Tag aufs Neue siehst, also visuell siehst, weil dann kommst du deinem Ziel immer näher und immer näher. Und das ist für mich wirklich eine riesengroße Motivation. Das Gleiche gilt zum Beispiel für den Sport. Wenn du zum Beispiel ein Ziel hast, ein Sixpack zu haben, ja, was viele vielleicht haben, dann solltest du dir auf jeden Fall auf deinem Handy-Hintergrund, ja, deinen Traumkörper visuell darstellen. Warum? Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich dann ein paar Tage nicht im Fitnessstudio gewesen bin oder generell keinen Sport gemacht habe und ich sehe dann, shit, ich sollte schon mal langsam wieder zum Fitnessstudio gehen, dann werde ich automatisch getrieben, weil ich habe dann irgendwie schon ein schlechtes Gewissen, dass ich keinen Sport gemacht habe und dann werde ich automatisch dahin verleitet, Sport zu treiben. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also versucht, eure Ziele zu visualisieren, denn
das gibt mir persönlich mega die Motivation und euch 100% auch, wenn ihr schon euer Ziel jeden Tag seht, wofür ihr arbeitet oder worauf ihr hinarbeitet. Das gibt euch richtig Power, sage ich euch jetzt schon mal. Tipp Nummer 4, langfristig denken. Das ist auch so ein Ding, das gibt mir super viel Motivation, wenn man langfristig in die Zukunft denkt und sich vorstellt, das hat auch natürlich was mit den Zielen zu tun, wenn man sich vorstellt, was man noch so erreichen möchte im Leben. Ja, dann kannst du nämlich auch viel besser abwägen, möchte ich etwas tun, ja oder eher nein. Bestes Beispiel, ja, es gibt Leute, die gehen jedes Wochenende feiern. Ja, so jedes Wochenende volle Kanone, Freitag, Samstag, Vollsuff, komplett Eskalation, Totalschaden. Ja. Was machst du damit? Du trinkst viel Alkohol, du vergiftest deinen Körper und langfristig schadet das natürlich deinem Körper, wenn du das langfristig über mehrere Jahre machst. Gar keine Frage. Ja? Ich persönlich zum Beispiel, ich meine, ich trinke auch gerne mal einen. Ja? Das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich nie was trinke. Aber in Maßen, meine Freunde, in Maßen. Jetzt möchte ich nochmal, damit ich jetzt nochmal die Kurve kriege, euch ein anderes Beispiel sagen. Warum stehe ich jeden Morgen auf und mache Sport? Warum? Warum mache ich das? Weil ich weiß, wenn ich jeden Morgen früh aufstehe, bekomme ich viel geschafft. Und wenn ich dann Sport mache, bin ich langfristig fit und gesund. Und ich möchte natürlich lange was von meinem Leben haben. Und wenn ich fit und gesund bin, habe ich lange was von meinem Leben. Und deshalb bin ich automatisch dann motiviert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn mich Leute fragen, Daniel, wie kannst du dich motivieren? Ja, wie motivierst du dich? Ich glaube, eigentlich ist das die falsche Frage. Die Frage sollte eigentlich heißen, wie kannst du nicht motiviert sein? Ich hoffe, dass ich dich mit diesem Video auch so ein bisschen motivieren konnte und ich bin mir sicher, dass du, sobald du diese 4 Tipps in dein Leben integrierst, dich automatisch auf die nächste Motivationsstufe katapultierst. Zu 100%. Wenn ihr weitere solcher Videos haben möchtet, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen megamäßig hammergeilen, produktiven, motivationsreichen Tag. So!